45 Minuten haben vor 45 Sekunden begonnen, meine Damen und Herren. Und es steht also nach wie vor 2:0. Es hat sich noch nichts ereignet. 2:0 deshalb, weil Frank Mill erfolgreich war in der 36. Spielminute und weil seine Majestät der Zufall mitgeholfen hat in der 40. Minute, also 4 Minuten nach der Mönchengladbacher Führung, auf 2:0 für Mönchengladbach zu erhöhen. Eine Flanke von der linken Seite und Unglücksrabe Salguero, wie alle jetzt doch meinen hier, war es, der den Ball ins eigene Tor beförderte. Also ein Eigentor bei Real Madrid. Auch das unterläuft den Königlichen. 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Das, wie es scheinen will, in der Halbzeit keine neuen Spieler oder zur zweiten Halbzeit noch keine neuen Spieler gebracht hat. Also Jupp Heynckes vertraut dieser Formation scheinbar, die im ersten Durchgang für meine Begriffe ganz hervorragenden Fußball gespielt hat, sieht man einmal von den ersten 10 Minuten ab, in der die Borussia sehr nervös begonnen hat, aber auch die Madrilenen machten einen sehr nervösen Eindruck. Dann aber zunehmend stärker wurden die Gastgeber. Jetzt eine Flanke in den Strafraum und da ist der Kopfball da und wieder von Mill. Ja, der Junge ist heute gefährlich, aber Ocho Torrenya ist unten am rechten Pfosten vom Schützen ausgesehen und greift auf. Aber er muss da aufpassen, denn das Leder ist glitschig, der Boden ist nass und schnell ist einem da der Ball mal durch die Hände geglitten. Wieder haben die Gladbacher aufgepasst. Missverständnis beim Abspiel in der Hälfte der Madrileños. Und da kommt die Flanke vom offensiv freudigen Frontzek nach innen, der vielleicht der beste Mönchengladbacher neben Lienen im ersten Durchgang gewesen ist. Man kann ihn fast als verkappten, ja, verkappt können Sie schon fast streichen, meine Damen und Herren, als Linksaußen bezeichnen, was er gelaufen ist. Jetzt läuft er wieder zurück auf seine angestammte Position, auf die Außenverteidigerposition. Das ist schon ganz enorm. Er will sich scheinbar wieder ganz für oder auf die Nationalmannschaft, für die Nationalmannschaft aufdrängen. Eine ganz hervorragende Partie nach meinem Dafürhalten, also von Michael Frontzek. Der Abstoß des Torhüters Ocho Torrenya, 24 Jahre alt, und der Nachfolger von Miguel Angel, jenem ja fast legendären Torhüter, dem heute 37-jährigen früheren Keeper von Real Madrid, kommt wieder in die Beine von Mönchengladbach. Mit Ewald Lienen sind sie dort am Flügel. Und da meint der Schiedsrichter, dem zu Ehren man hier, möchte ich fast annehmen, in der Halbzeit man Azzurro gespielt hat. Denn er ist ja schließlich hier der Italiener. Und das ist ja wohl auch ein italienisches Lied. Luigi Agnolin gibt Freistoß für Real Madrid. Ball auf die linke Seite hinausgewandert. Da ist er, der Kapitän Camacho. Nicht viel gesehen haben wir von ihm im ersten Durchgang. Er ist zwar gefordert worden, dort auf der eigenen linken Verteidigerposition, aber er hatte oft das Nachsehen. Er ist halt etwas betagter geworden. Der große Star vergangener Tage, 33 Lenze zählt er jetzt schon, aber jetzt hat er einen Freistoß zugesprochen bekommen. Und das ist fast am linken Strafraumeck und das könnte gefährlich werden für Borussia Mönchengladbach. Und die wissen natürlich, jedes Auswärtstor zählt doppelt. Da ist der Flankenball drinnen, der Freistoß viel zu flach angesetzt von Camacho, dem Außenverteidiger, diesem bulligen, stämmigen Spieler, sodass sie aufgepasst haben, aufgegriffen haben. Da wird er noch einmal angespielt. Da wollte Macheda wohl die aufgerückten Borussen überlisten, die auf Abseits spielten. Und jetzt kriegt Hugo Sanchez die gelbe Karte, weil er da gemeckert hat gegen die Entscheidung des Linienrichters. Er will es halt nicht wahrhaben, dass es abseits gewesen sein soll, aber von dieser unserer Position aus ganz eindeutig zu sehen, dass Camacho im Abseits stand bei der Abgabe des Balles. Und die zweite gelbe Karte also für Hugo Sanchez, dem 27-jährigen Wunderstürmer. Das hätte er nicht machen sollen, Ewald Lienen. Da wäre fast der Außen, da wäre Valdano fast dazwischen gesprungen. Ein Querpass in der eigenen Hälfte. Und wenn der lang aufgeschossene Rechtsaußen von Real Madrid diesen Ball bekommen hätte, ich weiß nicht, was er mit dem Leder angefangen hätte. Einwurf jetzt aber für die Gladbacher auf der eigenen linken Angriffsseite. Und da ist schon wieder der Frontzek, der das besorgt hat. Und es gibt Foulspiel und Freistoß für Borussia Mönchengladbach, weil bei der Ballannahme der kleine Frankie Boy Mill gestört worden ist. So gestört worden ist, dass es faulreif war, wie Luigi Agnolin meint. Und wieder lässt sich Frontzek den Ball geben und unmittelbar hinter ihm, etwa 10, 15 Meter hinter ihm im dortigen Fanblock, geht schon wieder eine Leuchtrakete hoch. Das sind diese Unsitten, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Da ist der Freistoß drin und die Kopfballchance und nachgesetzt von Borowka. Und Macheda ist es, der den Ball aus dem 5-Meter-Raum herausdrischt. Und dennoch wird es keinen Eckstoß geben, sondern womöglich Freistoß für Real Madrid. Und im Hintergrund, meine Damen und Herren, hören Sie vielleicht den Stadionsprecher, der erneut ermahnen muss, der appellieren muss an die Vernunft der Fans dort drüben im Block.
das Ganze noch sein zu lassen mit diesen Feuerwerkskörpern. Eine Unsitte, die immer wieder um sich greift. Und eigentlich hören sie doch immer wieder nicht auf die Stadionsprecher in den Stadien. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Man kann das nur verurteilen. Aber wollen wir beim Spiel bleiben? Wollen wir bei Real Madrid bleiben? Die Mannschaft hat nämlich im Augenblick den Ball in der eigenen Hälfte mit Ricardo Gallego. Der spielt zurück in die Beine von Macheda, dem Mann, der aus Gijón kam, auf die linke Seite zu Camacho, mit dem linken Fuß nach vorne gepasst, auf die Linksaußenposition zum 22-jährigen Michel, der versucht sich durchzusetzen gegen die Nummer 2 der Borussen, gegen den 24-jährigen ehemaligen Aachener Alemannen, der eine Figur hat, die eines Jockeys würdig wäre. So schmächtig sieht er aus, aber er kann eine ganze Menge. Ansonsten hätte ihn Borussia Mönchengladbach sicherlich nicht vom Tivoli weggeholt. Jetzt kommen sie ganz bedächtig aus der eigenen Abwehr raus. Das ist die dritte Station. Hannes dann auf den rechten Flügel. Und da ist er wieder. Crisp, der Außenverteidiger, der rechte Außenverteidiger. Herlofsen mit dem Außenrist weitergeleitet auf Borowka. Und schön auf Rahn angespielt. Aber vom Oberschenkel des rechten Beins springt ihm der Ball weit in den Strafraum von Real Madrid. Und da kann er nicht mehr nachsetzen, nicht mehr nachhetzen. Der blonde Mittelfeldspieler, der schlechte Tage gesehen hat in den letzten Wochen und Monaten, der viel durchgemacht hat, eine Formkrise unzweifelhaft durchlebt hat in der Bundesliga-Hinrunde, aber jetzt in den letzten Wochen wieder auf dem Wege der Besserung ist, der wieder zu alten Tagen, zu alter Form zurückfindet. Freistoß für Real Madrid, Mitte der Hälfte von Borussia Mönchengladbach, ausgeführt wieder von Camacho, lang gehoben über die Abwehr und fast wäre da die Möglichkeit für Valdano und für Gallego wohl gewesen, wenn da nicht noch ein Borusse vor ihm am Ball gewesen wäre. Und so kann Uli Sude abwerfen auf den linken Flügel. Aber herauskommt nur ein Einwurf für Real Madrid, genau an der Mittellinie. Aber wer es ist, kann ich nicht erkennen. Die Distanz ist einfach viel zu weit. Sehen kann ich aber, dass jetzt Vázquez an den Ball gekommen ist, einen Hackentrick, mit einem Hackentrick weitergespielt hat auf Michel. Und er in den Strafraum hinein, da recken sie sich hoch mit zwei Spielern. Aber die Mönchengladbacher bleiben zunächst die Mannschaft, die Unheil verhindern kann vor dem eigenen Kasten. Und dann eine Schubserei dort am linken Strafraumeck zwischen Rafael Gordillo und Thomas Crisp. Und es wird jetzt wohl Freistoß aus dem Strafraum der Borussen herausgeben. Genauso ist es. In die Beine von Bruns und der weiter nach links hinaus zu, ja, Borowka. Zurückgespielt auf Hannes. Hannes in die Arme von Sude mit gelbem Sweater und langer blauer Hose, Trainingshose spielen und wieder der Ball auf die linke Seite. Doch der langmähnige Ewald Lienen attackiert jetzt von Sanchez wohl. Einmal, zweimal hat er sich gedreht um die eigene Achse und dann zurückgespielt zu dem wesentlich günstiger postierten Libero, zu Hans-Günther Bruns. Der auf Hannes gespielt. Quer die Linie entlang und dann wandert der Ball nach vorne über Borowka. Der geht stark mit nach vorne jetzt. Und Herlofsen im direkten Duell dort mit Camacho. Und das kann zunächst einmal jedenfalls Camacho nicht gewinnen, aber dann klären sie. Einwurf wird es geben für Borussia Mönchengladbach, hart an der Eckfahne. Borowka selber führt es aus, langer Anlauf von ihm, bis an den 5-Meter-Raum geworfen den Ball und dann mit dem Kopf geklärt von dem Stürmer, von dem Außenverteidiger, wieder von Camacho und deshalb Eckstoß für Borussia Mönchengladbach. Eckball Nummer 3 beim Spielstand von 2:0 für Borussia Mönchengladbach und diese zwei Tore haben sie kurz vor der Halbzeit erzielt. Wieder ist es Hans-Günther Bruns, der Mannschaftskapitän, der den Ball nach innen schlagen wird. Zwei Mönchengladbacher bleiben zurück bei Hugo Sanchez, dem 27-jährigen Stürmer, von dem man so viel gehört hat. Lang verlängert und Kopfball und Tor! Und da reckt er die Faust in den Himmel. Uwe Rahn und das 3:0 im Düsseldorfer Rheinstadion. Und da ist die Ecke drin von Bruns, verlängert mit dem Kopf. Und dann ist Uwe Rahn da, der in der 55. Spielminute das 3:0 für Borussia Mönchengladbach erzielt hat. Ja, das ist ja eigentlich wieder mal ein Auftakt jetzt doch nach Maß für die Borussia in die zweite Halbzeit hinein. Und ich muss sagen, dass Real Madrid einen sehr abwehrschwachen Eindruck doch hier im ausverkauften Düsseldorfer Rheinstadion
hinterlässt. Nicht nur dieses Eigentor, was ihnen unterlaufen ist in der 36. Minute. Auch hier haben sie sich nicht im Stile einer königlichen Mannschaft austricksen lassen. Diese Kopfballverlängerung, die, das muss man allerdings sagen, Borussia Mönchengladbach hier mehrfach geübt hat in den letzten Tagen im Training. Und dann lassen sie sich also so ausspielen. Und der Treffer von Uwe Rahn in der 55. Spielminute. Aber ich ermahne noch einmal, das heißt, von dieser Stelle aus sollte man das nicht. Das heißt, das kann ich auch gerne hören von denen, die da unten spielen. Aber ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, man muss es immer wieder erwähnen. Das 3:0 allein ist noch kein Garantieschein. Aber Mill hat die Chance, auf 4:0 zu erhöhen. Und schießt am Tor vorbei. Und da schaut der Frenkie hoch zur Tribüne, als wollte er sagen, das hätte es sein können, das 4:0. Aber so nur 3:0. Aber lassen Sie mich den Gedanken zu Ende führen, meine Damen und Herren. 3:0 hatte im vergangenen Jahr im UEFA-Pokal gegen den Titelverteidiger, der ja Real Madrid ist, auch Anderlecht zu Hause gewonnen und wurde dann mit 6:1 vom Platz gefegt im Bernabeu-Stadion, dort wo die Mannschaft schier unbezwingbar ist. Aber schauen wir uns den Eckstoß an für Borussia Mönchengladbach. Vielleicht bringt er ja das vierte Tor und unterstützt von den Zuschauern, die jetzt mitgehen natürlich, kommt der Ball an den 5-Meter-Raum und Matscheda ist er, der hochgeht und klärt und was für ein Schuss von Bruns. Aus 30 Metern Entfernung, da kann man ja alleine vom Luftzug schon eine Erkältung bekommen, meine Damen und Herren. Ein Geschoss wie am Lineal gezogen und der Ball streicht um gut 1,5 Meter am rechten Torpfosten vorbei. Glück für Real Madrid jetzt wieder in dieser Phase. Und die Mannschaft macht einen jetzt verstörten Eindruck. Ich wüsste mal ganz gerne, was Luis Moloni, der 60-jährige Coach von Real Madrid, jetzt denkt. Langsam aber sicher müsste er so ein bisschen reagieren, müsste er vielleicht mal seine Stürmer anmahnen, Hugo Sanchez und Valdano, vor allen Dingen natürlich diesen als Wunderstürmer angepriesenen Mann Sanchez, den 27-jährigen Mexikaner, dort vorne für etwas mehr Furore im Mönchengladbacher Strafraum zu sorgen. Aber was sollen sie machen, wenn aus dem Mittelfeld, wenn von Gallejo, von Gordillo, von Michel oder von Vazquez nicht allzu viel nachkommt, nicht allzu viel an Vorlagen für die Sturmreihe kommt, dann stehen auch sie natürlich auf verlorenen Posten. Aber sie versuchen es. Sie sind in der Hälfte der Mönchengladbacher Borussia. Wechsel nach links hinaus. Und da hat Crisp den Fuß eher am Ball als Camacho. Und da sah man, dass Camacho nun wirklich nicht mehr der Jüngste ist. Der junge Crisp nahm ihm da aus der entgegenüberliegenden Seite kommen doch einige Meter ab, obwohl er weiter die Distanz hatte zum Ball und ist vorher am Leder und Borussia Mönchengladbach kommt. Green trabt da auf der rechten Seite, wird aber wieder Mann genommen von Camacho. Der Ball aber auf der linken Seite bei Ewald Lienen zurückgespielt zu Bruns. Bruns dann zu Hannes, der steht auf der Position des letzten Mannes. Doppelpassspiel zwischen ihm und Herloff sind schön weiter nach vorne durchgespielt. Wieder ist Hannes am Ball am rechten Flügel. Könnte durchspielen auf Green, ist Erfolg, der kann schießen direkt und Tor! Da bleibt einem ja fast die Spucke weg, meine Damen und Herren. Und wieder ist es Uwe Rahn gewesen. 58. 59. Spielminute und 4:0 für Borussia Mönchengladbach. Man mag es ja kaum fassen. Ein traumhafter Spielzug von Borussia aus dem tiefen Mittelfeld heraus. Zweifacher Doppelpass von Wilfried Hannes auf Greens und der zieht den Ball völlig unbedrängt nach innen. Und dann ist Uwe Rahn zur Stelle am 5-Meter-Raum. Und es heißt 4:0 im Düsseldorfer Rheinstadion. Das sieht ja jetzt nach einem Desaster aus für die Königlichen aus Madrid, die, wie gesagt, jetzt weiß Gott keinen solchen adligen Eindruck mehr hinterlassen. Und jetzt wird er ermahnt. Im Übereifer hat er sich da ein Foul erlaubt, der Mönchengladbacher Uwe Rahn gegen Gallejo. Und das wird mit Freistoß geahndet. Und zur Stelle ist Camacho. Aber die Szenen jetzt hier im Stadion sind vielleicht noch interessanter auf den Rängen als das, was sich unten auf dem Spielfeld ereignet. Da liegen sich wildfremde Leute in den Armen. Sie jubeln. 4:0, das hätte man nun wahrlich nicht in den kühnsten Träumen geglaubt. Gegen diese großartige, gegen diese fantastische Mannschaft, zumindest von den Erfolgen her, die sie daheim, von den Pokalen, die sie gesammelt haben und daheim in der Vitrine stehen haben, im Bernabeu-Stadion. 42 Titel, 20-maliger spanischer Meister, 15-mal Pokalsieger des Landes und 6-mal vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren Europapokalsieger. Aber ist das alter Glanz? Diese Frage muss man sich nun wirklich in der Tat jetzt stellen, nachdem jetzt genau eine Stunde im Düsseldorfer Rheinstadion gespielt sind.
Und ich darf es noch einmal wiederholen. 4:0 führt Borussia Mönchengladbach. Einmal Mill, einmal das Eigentor von Salguero und zweimal Rahn. Und wieder die Gladbacher vorne vor dem Strafraum. Dann machen sie ja jetzt fast, was sie wollen. Gegen eine fast desolate Hintermannschaft von Real Madrid. Die weiß nicht mehr, wen sie noch nehmen soll. Herlofsen passt quer an den Strafraum. Aber da war er schneller als der Ball, der Thomas Christ. Aufgepasst. Hat aber Bruns, setzt nach, wieder auf Herlofsen, den 20-fachen norwegischen Nationalspieler, gespielt. Und es wird Freistoß geben, nachdem sie die Spanier mit drei Leuten, den Kai-Erik Herlofsen, da versuchen vom Ball zu trennen. Freistoß für die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Aber zuvor Auswechslung hier auf dem Spielfeld. Bei Real Madrid kommt Butragueño auf das Spielfeld. Ich habe es gesagt, er ist Valdano, beziehungsweise Entschuldigung, Vázquez nachgezogen worden ursprünglich. Aber jetzt soll der Linksaußen, der 22-Jährige, der auf den so viele Hoffnungen im Team von Real Madrid für die Zukunft ruhen, er soll jetzt noch einmal für Gefahr sorgen. Und für ihn, das darf ich noch nachtragen, ist Macheda wohl vom Spielfeld gegangen. Freistoß jetzt für die Gladbacher. Und der spanische Schlussmann mit einer Faust dran. Aber sie setzen nach, da ist die Chance noch. Aus dem Strafraum herausgeschlagen worden, der Ball. Und dann klären sie, da der Ball auf die linke Seite hinaus gewandert ist. Also Macheda ist jetzt wohl nicht mehr mit dabei. Der Mann, der für so sehr, sehr viel Geld aus Asturien von Sporting Gijón kam. Für 1,5 Millionen, glaube ich, der spanische Nationallibero. Aber hat nicht viel gezeigt. Er ist sicherlich mit dafür verantwortlich, dass ein solches Torso dort hinten in der Abwehr bei Real Madrid herrscht. Wieder die Gladbach am linken Flügel. Mit Mill, der flankt da innen. Und um einen Schritt zu spät ist Hans-Jörg Kriens gegen Ocho Torrenya. Und der wirft auf die linke Seite ab. Ein farbiges, ein abwechslungsreiches, ein tempogeladenes Spiel jetzt in der zweiten Halbzeit. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass Borussia Mönchengladbach jetzt frei, nahezu frei und nach Belieben aufspielen kann. Selbst ein Gegentor, werden viele ja sagen, wird uns nicht schmerzen. Aber ich warne, wie gesagt, vor dem Rückspiel. Man sollte doch das Hauptaugenmerk jetzt auf die Abwehr legen, ohne den Glanz verblassen zu lassen im Sturm. Aber ein Tor braucht man ja nur nicht unbedingt zu schlucken. Aber derzeit sieht es ja auch gar nicht so aus, als sollte Real Madrid zu einem Treffer hier im Düsseldorfer Rheinstadion, in dem es immer noch schneit, das ist allerdings mehr Schneeregen, der herunterkommt, als sollte diese Mannschaft also einen Treffer zustande bringen. Jupp Heynckes auf der Bank, nervös, schaut er auf das Spielfeld. Aber jetzt kann er doch eigentlich beruhigt sein. Nach 63 Minuten 4:0. Was will er eigentlich mehr? Der Ball ist in den Händen von Sude. Der schlägt ab 10 Meter, 15 Meter. Hinter der Mittellinie kommt das Leder runter. Kopfballduell doch zwischen Kriens und Salguero, der das Eigentor fabrizierte. Und die Madrilenen haben aufgegriffen im Mittelfeld mit Sanchez. Der bemüht sich jetzt, die Bälle mehr aus der eigenen Reihe, aus der Mittelläuferreihe herauszuholen und sich dann nach vorne zu tanken. Und da geht er zu Boden, der mexikanische Mittelstürmer, dessen halben heute das Spiel übrigens auch im TV, im Fernsehen, live in Mexiko übertragen wird. Man mag es ja kaum glauben, er soll sich eine Klausel im Vertrag haben einarbeiten lassen, wonach alle Europapokalspiele von Real Madrid mit seiner Beteiligung in Mexiko übertragen werden sollen. Sicherlich Verhältnisse, die nur in solchen südlichen Ländern möglich sind, hier wohl kaum. Freistoß für die Madrileños und 30 Meter etwa die Torentfernung. Borussia Mönchengladbach mit einer 8-Mann starken Mauer. Der Schuss kommt von Vázquez, aber bleibt in der vielbeinigen Abwehr von Borussia Mönchengladbach hängen, die den Ball über die Mittellinie bringt. Und doch greifen die in Violett spielenden Mannen aus Spanien, aus Kastilien auf. Der lange Pass bis an den Strafraum, bis an die Torauslinie der Mönchengladbacher Borussia von Ricardo Gallejo geschlagen, kann doch nicht mehr aufgegriffen werden vom anstürmenden Angreifer bei Real Madrid. Ricardo Gallejo ist übrigens der Mann, der jetzt für den Antonio Macheda, für den Libero, auf die Position des letzten Mannes gerückt ist. Und jetzt gibt es noch eine Auswechslung in diesem Spiel, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt ein Mann aufs Spielfeld für Rafael Vázquez, also eine erneute Auswechslung bei Real Madrid, von dem wir alle so viel schon gehört haben. Ein Spieler, der 34 Jahre alt ist, der schon oft 56 Mal in der spanischen Nationalmannschaft gespielt hat. Und das ist Roberto Santillana.
der noch dabei war 1976, als die Borussen zuletzt gegen die Mannen aus Real spielten. Damals auch hier im Rheinstadion 2:2 und das Rückspiel, jenes sogenannte Skandalspiel, also nur 1:1 endete. Jetzt entkommt er der Mönchengladbacher Borussia über den rechten Flügel mit Kriens, verfolgt doch von Gallejo, dem neuen Libero, und er klärt und rennt in letzter Sekunde den lang aufgeschossenen Mann vom Ball. Und jetzt gibt es auch eine Auswechslung wohl gleich bei Borussia Mönchengladbach, derweil sich dort Herlofsen zunächst einen Rat von Trainer Jupp Heynckes einholt, aber dort macht sich auf der Tartanbahn Schorschi Dresen bereit, also auch er soll noch an diesem Spiel teilhaben, soll an der Prämie partizipieren, die ja, wie man hörte, 4.000 Mark betragen soll, wenn Borussia Mönchengladbach auch das Rückspiel übersteht und im Frühjahr im Viertelfinale steht. Jetzt der Eckstoß für die Borussia von der linken, von der rechten Seite. Wieder die Chance da, wieder ist es Hans-Jörg Kriens. Aber diesmal hat Ocho Torrenya das bessere Ende für sich, der Schlussmann, der im zweiten Nachfassen den Ball sicher festhalten kann. Aber die Abstöße kommen völlig unkonzentriert. Eigentlich ist es mir nicht einleuchtend, wieso diese Mannschaft im Augenblick an der Tabellenspitze der spanischen Liga steht. Dort eigentlich nur 2 Niederlagen in Spanien bislang hat einstecken müssen. Am vergangenen Wochenende 3:2 gegen Real Valladolid und beim Barca, bei der Mannschaft von Schuster, also vor einigen Wochen, als man im Stadion Nou Camp in Barcelona mit 2:0 verlor. Ansonsten einen sehr sicheren Eindruck in der spanischen Meisterschaft, wie es heißt, hinterlässt. Dort auch Tabellenführer ist, aber hier mit 4:0 hinten liegt. Und jetzt geht Hans-Jörg Kriens verabschiedet vom Applaus der 68.000 Zuschauer hier im Düsseldorfer Rheinstadion. Und in der Tat ist Georg Dresen für ihn ins Spiel gekommen und deutlich jetzt das Signal damit gesetzt von Jupp Heynckes, dass er zunächst einmal auf die Defensive setzen will, denn Dresen geht zurück in die eigene Abwehr. Aber Madrid hat die Chance vor dem Strafraum und im Strafraum. Und was gibt es jetzt, meine Damen und Herren? Ein Tor für Real Madrid, das aber wohl von Schiedsrichter Luigi Agnolin nicht gegeben wird. Eine etwas zweideutige Geste des italienischen Referees. Der Ball von der Torauslinie zurückgespielt in die Beine von Roberto Santillana. Eine ähnliche Situation wie beim 1:0 der Mönchengladbacher Borussia in der 36. Minute. Aber Santillana, der jetzt ja mitwirkt seit einigen Minuten, der neue Mittelstürmer, er muss wohl im Abseits gestanden haben. Jedenfalls zählt der Treffer nicht. Luigi Agnolin hat dem die Gültigkeit abgesprochen. 4:0 für die Mönchengladbacher Borussia, also gegen den spanischen Tabellenführer. Und wie gesagt, Dresen jetzt weiter hinten, Kriens aus dem Spiel genommen. Und jetzt ist eigentlich nur noch Frankie Boy Mill, der vorne für Verwirrung sorgen soll in der Abwehr von Real Madrid. Und der wurde auch gerade angespielt. Aber das Leder ist zu weit und darüber hinaus Frank Mill im Abseits. Von ihm hat man ja gehört, dass er möglicherweise nach Italien gehen möchte. Nun, ich glaube, dass das nicht ganz so im Interesse der Fußballfreunde hierzulande ist, wenn man das hört, wer alles nach Italien gehen will. Frank Mill, sicherlich ein ganz großer bei Borussia Mönchengladbach, die Stütze und der Mann, der sicherlich hier den Bann gebrochen hat. Heute bezogen auf dieses Spiel, der das 1:0 erzielt. Jetzt ist die Flanke da und das Tor für Real Madrid. Das 1:4, Flanke von der rechten Seite und eine Direktabnahme, ein Volleyschuss. Völlig unbedrängt am 5-Meter-Raum. Ein Tor für Real Madrid, also das wohl Gordillo erzielt haben muss in der 24. Spielminute der zweiten Halbzeit. Jawohl, Rafael Gordillo, Direktabnahme, 4 Meter vor dem Tor. Der Ball flog ihm genau auf den Stiefel und jetzt also der Spielstand 4:1 nur mehr. Und da hat sich die Maßnahme von Trainer Jupp Heynckes doch nicht so bezahlt gemacht, einen defensiven Mann noch zu bringen mit Dresen. Da ist ein wenig Verwirrung jetzt durch in der Abwehr entstanden. Denn Schorsch Dresen, der Unglücksrabe, hat wieder einen Fehlpass gespielt jetzt im Mittelfeld. Dadurch wieder die Madrilenen in Ballbesitz, die jetzt schon einen Auswärtstreffer erzielt haben. Und damit wachsen natürlich die Chancen für die Südeuropäer, vielleicht das Unmögliche doch noch wahrzumachen. Die Flanke kommt nach innen, wieder vom Torschützen, wieder von Gordillo von der linken Seite. Und da holen sie zumindest einen Eckball heraus, nachdem Santillana schon nicht da
heranreichen konnte an diesen Ball, obwohl er schon in aussichtsreicher Position am kurzen Eck des 5-Meter-Raums standet. Jetzt kommt der Ball nach innen und mit der Hand dran gegangen ist ein Spieler der Madrileños, ist Salguero. Und es wird wohl angezeigt werden vom Schiedsrichter Anjulin. Ja, er sagt, der Eckstoß muss noch einmal wiederholt werden. Und Gallejo lässt bitten, legt den Ball zurecht auf den Punkt. Jetzt sind sie fast alle im Strafraum von Borussia Mönchengladbach, kurz getragen an den kurzen Pfosten von Gallejo. Aber Borussia Mönchengladbach mit Bruns aus dem Strafraum herauskommend. Und der wird zunächst einmal flachgelegt. Über den Oberschenkel haben sie ihn fallen lassen. Und deswegen wird es Freistoß geben für die Borussia. Da waren gleich zwei Spieler der Realmannschaft bei ihm. Und das ist der Spieler gewesen, der noch vor wenigen Augenblicken den Eckstoß selber ausgeführt hat. Gallejo. Und diesen Freistoß führt Bruns selber aus. In der Mitte der eigenen Hälfte. Was gibt's jetzt? Der Schiedsrichter Anjulin wartet hier mit einigen Überraschungen auf. Denn ab und zu zückt er schon mal die gelbe Karte, ohne dass man weiß, weshalb. Jetzt wieder gelb, wieder für einen Spieler von Real Madrid. Und zwar für Butragueño, der ja auch gekommen ist jetzt in der zweiten Halbzeit für den 22-Jährigen. Aber da der Ball nicht in der Nähe war, kann es eigentlich nur wegen Meckerns gewesen sein. Die dritte gelbe Karte also in dieser Partie und die dritte auch für einen Spieler von Real Madrid. Es liegt ein Mönchengladbacher auf dem Spielfeld. Und zwar nie unweit des Madrider Strafraums. Er hält sich den Kopf. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich kann es nicht erkennen. Es könnte Frank Mill sein, der Mittelstürmer. Aber was kann da geschehen sein? Der Ball, er war weg. Der Ball war gar nicht dort vorne. Und das kann eigentlich nur eine Rempelei gewesen sein. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Doch in der Szene zuvor, da ist er über das ausgestreckte Bein eines Madrider Spielers gefallen. Und hat sich da wohl doch bös verletzt. Und um ihn kümmern sie sich jetzt. Und da kommt sogar ein Mann vom Roten Kreuz mit der Trage auf den Platz. Sollte das etwa nötig sein? Nein, sie schicken ihn zurück. Und Frank Mill steht wieder auf den Beinen. Und er kann weiter mitmachen. Die linke Hand kurzzeitig in die Hüfte gestützt. Und jetzt noch etwas an seiner Hose herumnestelnd. Ja, er steht wieder. Der Frank kann einiges einstecken. Er wird also weitermachen. 4:0 der Spielstand für Borussia Mönchengladbach. 27 Minuten gespielt im zweiten Spielabschnitt. Und Schiedsrichterball gab es auf Höhe der Mittellinie. Als Sieger ist dabei die Mannschaft von Real Madrid herausgegangen, hervorgegangen. Camacho treibt den Ball in die Gladbacher Hälfte hinein und wird dann gefoult. Freistoß. Und soweit ich den Camacho kenne, wird er das selber wieder besorgen. Von der rechten, von der linken Seite und von rechts kam eben ein Ding rein, das zum Anschlusstreffer, ja, Anschlusstreffer kann man es nicht bezeichnen, aber zum Treffer, zum 1:4 für die Mannschaft von Real Madrid führte. Diesmal wird es nicht so gefährlich werden, wie es ausscheint, wie es aussieht. Der Ball auf die rechte Seite gekommen, zu Valdano, angegriffen von Dresden. Unglücklich rutscht der Mönchengladbacher da vorbei. Ball zurückgespielt ins Mittelfeld, ins tiefe Mittelfeld von Real Madrid. Eine recht unsichere Faustabwehr von Uli Sude, die ja genau wieder auf einen Madrilener zurückkam. Die hätte er nach links oder rechts hinaus boxen müssen. Ja, und was sich jetzt abzeichnet, meine Damen und Herren, das sehen wir eigentlich gar nicht so gerne beim Stand von 4:1 für Borussia Mönchengladbach. Gewinnt plötzlich der Gast aus Spanien, aus der spanischen Hauptstadt, gewinnt Real Madrid immer mehr an Übergewicht und hatte gerade wieder einen Schuss auf den Kasten von Uli Sude, der den freilich nicht sonderlich prüfen konnte, weil er zu schwach angesetzt war, flach auf den Kasten kam, aber wie gesagt ohne Problem. 4:1 und in der Tat hat sich die Hereinnahme von Butragueño und von Santillana scheinbar als belebendes Element ausgewirkt auf Madrider Seite. Jetzt haben sie jede Menge Stürmer dort vorne und sie werfen alles in die Waagschale. Ich meine, ein zweites Tor für diese Mannschaft lässt die hoffen, lässt sie mehr als hoffen, wie ich meine. Kopfballabwehr der Borussia aus dem eigenen Strafraum heraus und da haben sie jetzt Mühe. Ball auf die rechte Seite gewandert. Immer noch ist die Gelegenheit da, in den Strafraum zu flanken für Chendo, den rechten Außenverteidiger. Aber es wird Abstoß geben jetzt vom Tor von Mönchengladbach. Und ich weiß nicht, ob die Situation recht gedeutet worden ist von Anjulin. Er hat einen Gladbacher dabei angeschossen.
Und der abprallende Ball muss dann aber wohl doch wieder auf Cendo zurückgekommen sein. Jedenfalls ist er dann über die Torauslinie gegangen. Und Abstoß für Borussia Mönchengladbach. Wieder in den Beinen, in den Füßen der Spanier gelandet. Wieder Camacho auf dem linken Flügel. Der wird jetzt langsam, aber sicher Flügge doch, der Außenverteidiger. Und will es dem Frontseck nachmachen, dem Außenverteidiger, dem linken bei Borussia Mönchengladbach. Und das sind jetzt nur mehr Befreiungsschläge bei der Borussia, die nicht ankommen beim eigenen Spieler, sondern beim Gegner, in diesem Falle bei Camacho. Dann ist Gallejo wieder mit nach vorne gekommen, aus der Libero-Position, wird aber zurückgepfiffen. Nein, Butragueño war es, der im Abseits gestanden haben soll, am linken Strafraumeck. Deshalb Freistoß für Borussia Mönchengladbach von Winfried Hannes, ausgeführt zurück in die Arme von Sude. Und da steht er dabei, der Roberto Santillana, der alte schlaue Fuchs. Der weiß natürlich, wie man abstaubt, wie man Bälle abstaubt. Aber in diesem Falle war Sude nicht gefährdet vor Santillana. Der Ball präzise zurückgespielt von Hannes. Ball aber jetzt wieder in den Beinen von Real Madrid. Die stürmen jetzt, was das Zeug hält, auf den Kasten von Borussia Mönchengladbach. Meist über links, so wie Gladbach es im ersten Durchgang auch machte, über diese Seite. Und die Abspiele bei Borussia Mönchengladbach jetzt, ja, soll man sagen, stümperhaft, was das jetzt hier gerade war. Ein Schlag tief in die Hälfte der Spanier hinein, aber immer wieder auf den Fuß von Gallejo. Jetzt Butragueño, 30 Meter vor dem Tor der Borussen, legt nochmal quer auf die rechte Seite, weil Cendo doch langspurtet, der Außenverteidiger. Immer wieder setzen sie nach, wie auch jetzt Valdano. Und die Borussen jetzt schwer unter Druck, meine ich, in dieser Phase. Obwohl sie den Strafraum noch relativ reinhalten, muss ich sagen, dass das Übergewicht für Real Madrid frappierend jetzt ist in dieser Phase, da jetzt auch ein Borusse noch zu Boden geht. An der Eckfahne, an der eigenen. Valdano hat sich da unfair eingesetzt. Und Freistoß gibt's für die Mönchengladbacher Borussia. Ewald Lienen kauerte für einen Augenblick am Boden. Aber Shake Hands, der Spanier, kommt zurück, reicht ihm die Hand und sagt, nichts für ungut, Ewald. Das sollte kein absichtliches Foul gewesen sein. Und diese Entschuldigung nimmt Ewald Lienen auch an. Vielleicht können sie jetzt mal langsam dafür sorgen, so ein wenig die Borussen, dass sie das Spiel etwas ordnen, dass sie etwas mehr Linie wieder in ihre Aktionen hineinbekommen, dass vor allen Dingen die Nervosität, die Fahrenheit herausgeht. Wieder ist die Chance da. Wieder wollte Santillana nachsetzen gegen einen abgefälschten Ball. Aber Sude greift aus. Der Schuss kam von der Strafraumgrenze. Und auch die Abschläge von Uli Sude muss man etwas kritisieren. Die kommen nämlich immer wieder in die Füße von Real Madrid. Ein total verkehrtes Bild jetzt, sieht man einmal oder stellt man einmal die erste Halbzeit dagegen. Ein total anderes Bild. Real Madrid jetzt in den letzten 5-10 Minuten eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. Und wie gesagt, es liegt womöglich daran, dass die Mannschaft jetzt vermehrt Stürmer auf dem Platz hat, mit Butragueño, der jetzt wieder angreift, auf der linken Seite den Ball nach innen schlagen will, auf Santillana. Das hat nicht geklappt. Und jetzt die Gladbacher, sie könnten es versuchen. Und da geht Rahn der Ball zunächst mal in die Hacken rein. Er muss sich zurückorientieren, muss zunächst zurückspielen auf Ewald Lien. Dann Dresden, spielt nach vorne, spielt nach links hinaus, zu Mill, abgepfiffen, weil die Fahne des Linienrichters hoch war. Wieder stand Mill im Abseits. Wieder gibt es Freistoß, wieder für Real Madrid ausgeführt. Die zweite Station, wieder ist es Valdano. Er spielt dann auf Gallejo. Gallejo weiter in die Verteidigungsposition, in die Linksverteidigungsposition zu Camacho. Und Salguero, der Mann, der das Eigentor machte, der Vorstopper, wieder auf den Libero, auf Gallejo. Gallejo dann nach links hinaus zu Camacho. Camacho an den Strafraum, kurz gespielt, abgewehrt von den Borussen, von Bruns auf Rahn. Rahn weiter auf Lienen. Lienen müsste nach links hinaus passen. Frontseck hat sich angeboten. Zunächst spielt er Mill an, der dann zurück zu Michael Frontseck. Und der versucht zunächst einmal wenigstens Ruhe in die Aktionen der Borussia hineinzubringen und nicht so ungestüm nach vorne zu preschen, einfach ins offene Messer hineinzulaufen. Denn wenn sie jetzt zu weit aufrücken, dann könnten sie in der Tat Gefahr laufen, sich hier einen weiteren Treffer einzufangen. Und der könnte tödlich wirken, gemessen am Rückspiel in Madrid. Da ist es Mill jetzt wieder am linken Flügel, stößt seinen Gegenspieler um. Und folgerichtig muss es Freistoß geben für Real Madrid. Aus der eigenen Hälfte heraus, Rechtsverteidigerposition, auf Michel gekommen der Ball. Der dann nach links weiter zu Rafael Gordillo, geht über die Mittellinie. Rahn sollte angreifen, täuscht ein Angreifen vor. Dann wurde Sanchez gesucht am Strafraum, aber Dresden hat aufgepasst. Nein, Herlofsen war es,
der sich jetzt darum kümmert, dass Sanchez an der Kette liegt. Aber jetzt haben sie ja ganze Menge dort hinten zu tun am eigenen Strafraum, aber finden auch noch Zeit, nach vorne zu kommen. Da ist die Möglichkeit für die Borussen im Strafraum von Real Madrid, durchgespielt und am Kasten vorbei. Eine Energieleistung von Josh Dresen, der sich jetzt scheinbar akklimatisiert hat im Borussenspiel. Am linken Flügel geht er durch, dringt in den Strafraum ein, aber zieht dann den kürzeren gegen Ocho Torreña, den Schlussmann, der den Winkel ganz, ganz spitz macht. Und so geht das Leder dann am Kasten vorbei. Und es wird nichts mit dem 5:1 werden für die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Ein solches Ergebnis hat ja übrigens die Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern einmal vor einigen Jahren gegen Real Madrid erzwingen können. Und das war dann die Fahrkarte in die nächste Runde. Aber dieses 4:1 hier, was der aktuelle Spielstand ist, könnte auch die Fahrkarte sein. Wenn nicht jetzt ein Tor für Real Madrid fällt, denn es gibt Eckball von der linken Seite für den spanischen Tabellenführer und für Rafael Gordillo. Der tritt das Leder lang an den langen Pfosten, da recken sie sich hoch, da gehen zwei Mann von Real Madrid hoch. Roberto Santillana wohl, der sie aber aufgestützt hat. Und es muss Freistoß geben, aber der Ball liegt auf dem Abspielpunkt. Deswegen hat der Schiedsrichter Anjolin wohl auf Abschlag entschieden. Das Leder, der Kopfball von Santillana, der sich da aufgestützt hatte, ging auch ins Tor aus. Jeder Abstoß von Borussia Mönchengladbach aber kommt jetzt in die Beine irgendeines spanischen Verteidigers, Mittelfeldspielers oder Stürmers. Und so auch jetzt. Und es wird Freistoß auch geben für Real Madrid in einem Spiel, das an Farbe zugenommen hat. Und man merkt den Willen, man merkt den Elan, der hinter den Aktionen jetzt bei Real Madrid steckt. Und man merkt, dass diese Mannschaft auch Fußball spielen kann. Das hat man in der ersten Halbzeit deutlich vermisst. Da hat man sich die Augen gerieben, zum Teil auch nach dem dritten und vierten Treffer. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte fast nicht glauben, dass es hier 4:0 gegen diese traditionsreiche Mannschaft stehen würde. Aber dem war ja dann doch so. Jetzt aber Mitte der zweiten Halbzeit zeigt Real Madrid, was in dieser Truppe steckt. Wieder Sanchez angespielt worden am Strafraum, kann sich nicht durchsetzen. Leder zurück in die eigene Hälfte, aber nur ein Spanier. Diesmal Camacho greift auf. Wieder der lange Ball an den Strafraum im Stile einer englischen Mannschaft. Machen sie das jetzt. Kick and Rush, so sieht es fast aus. Jetzt aber Borussia aus der eigenen Deckung heraus. Schnell das Mittelfeld überbrücken. Mit Frank Mill im Laufduell mit der anderen Nummer 10. Mit der Nummer 10 bei Real Madrid. Jenem Mann also mit Gallejo, der jetzt Libero spielt, seit 10 Minuten, seit der enttäuschende Antonio Macheda aus dem Spiel heraus ist. Jetzt geht's hin und her. Eine Begegnung, die hin und her wucht hier vor 68.000 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion. Und die, ja, ich sag's nochmal, gemessen an der Tatsache, dass es auch noch ein Rückspiel geben wird, sicher noch nicht entschieden ist. Vorteil oder nicht, sagt jetzt Anjolin. Nein, er entscheidet, dass es Freistoß geben wird nach einem Stürmerfoul der Madrileños gegen einen Borussen. Freistoß für Borussia Mönchengladbach, genau aus der Mitte der eigenen Hälfte heraus. Und Borowka spielt zu Dresen raus und der dann zu Ewald Lienen und der setzt an zu einem Spruch, zieht zwei, drei Spieler auf sich, geht durch, dann auf Mill in die Mitte, aber da ist niemand. Wie soll er sich gegen vier Spieler durchsetzen? Aber versucht es einfach mal, geht in den Strafraum, zieht den Ball ein und Tor! Das ist ja unfassbar! Vier Spieler laufen hinter ihm her, laufen hinter Frank Mill her und er zieht den Ball nach innen und Ewald Lienen macht das Tor, weil dann niemand mehr bei ihm ist. 5:1 für Borussia Mönchengladbach. Das ist ja unfassbar, meine Damen und Herren. Ein riesiger Spielzug der Borussia, schnell, direkt aus der eigenen Abwehr herausgekommen. Lienen tritt an der Mittellinie, zieht drei Spieler auf sich, die hetzen hinter ihm her, wollen ihn stoppen, sie schaffen es nicht, dann spielt er Mill an. Ja, und Frank Mill ist dann derjenige, der davonzieht in den rechten Teil des madrilenischen Strafraums hinein und flankt nach innen und doch völlig verwaist. Ewald Lienen, der einfach stehen geblieben ist nach diesem herrlichen Abspiel. Und er hat keine Probleme, in der 83. Spielminute hier das 5:1 für Borussia Mönchengladbach zu erzielen. In einer Phase, da Real Madrid drauf und dran war, hier den zweiten Treffer zu erzielen. Ja, das ist typisch Borussia Mönchengladbach. Darauf hatte man ja auch so ein bisschen gesetzt.
wenn es heute doch in die Hose gegangen wäre. Auf das Konterspiel dieser Mannschaft. Wer kann das besser in Europa als diese Truppe von Jupp Heynckes? Jetzt sind sie wieder da mit Bruns. Gegen zwei, gegen drei und da kommt er zu Fall. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Madrid aus der eigenen Abwehr mit Sanchez. Der rudert da mit den Armen, an denen er ja links und rechts an den Händen. Er trägt er ja Handschuhe, es ist ihm zu kalt. Nur gut, er ist Mexikaner und ganz andere Temperaturen gewöhnt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der feurige Mexikaner heute hier nicht so recht in Tritt gekommen ist bei diesen Minustemperaturen im Düsseldorfer Rheinstadion. Aber jetzt ist eine Flanke der Realspieler drinnen von Valdano. Der setzt auf der Ball am 5-Meter-Raum und wird dann ganz, ganz schnell. Und Gallejo kann da nicht mehr ranreichen und auch Santillana nicht mehr. Und da gibt es jetzt ein Gerangel zwischen Roberto Santillana und ein Wortgefecht zwischen ihm und dem ehemaligen Aachener Crisp. Da sind sie sich gar nicht einig und hinzugeeilt ist noch einer. Es wurde Butragueño oder Gallejo. Und was gibt's jetzt? Das müsste die rote Karte sein in diesem Spiel. Oh, was sind das für Szenen, meine Damen und Herren. Rote Karte im Düsseldorfer Rheinstadion für Gallejo. Oder ist es Gordillo? Jawohl. Gordillo müsste das sein, der hier vom Felde geht. Er hatte die gelbe Karte schon gesehen und er stößt gegen Crisp, nachdem der sich schon ein Wortgefecht geliefert hat mit dem Spieler von Borussia Mönchengladbach und mit Santillana. Und dann kommt der Spanier, kommt Gordillo noch hinzu und er wird jetzt hier des Feldes verwiesen. Zusätzlich gibt es noch eine gelbe Karte für Thomas Crisp, aber die wird die Mönchengladbacher derzeit wohl nicht kratzen. Jupp Heynckes am Spielfeldrand und jetzt schlagen die Gemüter hoch so ein bisschen. Dort unten geht es jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Die Madrider stehen an der Seitenauslinie, stehen bei Agnolin, diskutieren, wollen diese Entscheidung scheinbar noch rückgängig machen, aber jeder weiß im Fußball, meine Damen und Herren, dass solche Entscheidungen Tatsachenentscheidungen sind und vom Schiedsrichter ganz sicherlich nicht mehr zurückgenommen werden. Aber wenn ich das Gesicht des Schiedsrichters, des Italieners, des 42-Jährigen jetzt sehe, dann spiegelt sich so ein bisschen darin wider, ob er vielleicht jetzt doch etwas zu voreilig gewesen ist. Jedenfalls also Real Madrid jetzt nur noch mit 10 Spielern in der Schlussphase in dieser Partie. Ja, hektischer konnte es ja nun eigentlich gar nicht mehr werden. Und Borussia Mönchengladbach, das Spiel läuft wieder am linken Flügel. Da müsste er querpassen, der Borussia auf Herlovsen. Der spielt er zunächst in den Rücken des Norwegers. Der setzt dann an zu einer Flanke in die Magengegend geschlagen des Abwehrspielers von Real Madrid, der so aber den Ball stoppen kann und die eigenen Farben noch einmal nach vorne bringt. Also Feldverweis für den Spieler von Real Madrid, für Gordillo, kurz vor Schluss, vor Ende dieser Partie beim Spielstande von 5:1. Zu spielen noch genau 3 Minuten. Eigentlich ein trauriger Höhepunkt jetzt für Real Madrid. Nicht nur diese deftige Packung, die sie sich jetzt hier einfangen, sondern auch noch diesen Feldverweis. Und jetzt singen sie hier im Stadion, die 70.000. Oh, wie ist das schön. Und ich denke, dass sie fast die schlimmen, kalten Temperaturen hier im Düsseldorfer Rheinstadion vergessen haben. Ball ist bei Hannes und dann wieder in den Armen von Sude. Der kann abschlagen. Der wird aber jetzt wohl wieder attackiert werden von Sanchez. Ja, jetzt sind sie so ein bisschen fuchsig geworden, die Spanier. Das wird sie kratzen, dieses 1:5. Und sie werden jetzt schon zu anderen Mitteln greifen wollen, um Mönchengladbach beim Spielaufbau zu stören. Freistoß aber für die Borussia kurz hinter der Mittellinie in der Hälfte von Real Madrid. Bei der Ausführung haben sie Zeit. Da wird der Ball zunächst überlassen an Herlovsen wohl. Der zurück zu Bruns. Bruns auf die linke Seite wieder zu, wer ist es, Herlovsen oder Rahn. Rahn wohl der Statur und der Laufrichtung des Laufstils nach. Verpasst sich jetzt aber, spielt den Ball in die Beine eines Spaniers hinein. Ja, und jetzt in der Schlussphase ist relativ wenig Ordnung in der Partie, meine Damen und Herren. Dieser Feldverweis hat die Gemüter natürlich noch einmal hochgebracht. Nicht nur die der Zuschauer, sondern auch der beteiligten Spieler dort unten auf dem Feld. Es könnte sein übrigens, dass es noch einmal einen Austausch geben wird bei Borussia Mönchengladbach, denn noch ein Spieler, der allerdings die Trainingsjacke noch übergestreift hat,
steht dort unten an der Tartanbahn. Vielleicht kommt er hier noch, aber das wäre ja wohl für die letzten zwei Minuten überflüssig bei diesem Spielstand. Aber jetzt die Flanke ist drinnen vor dem Tor von Sude. Und da versucht es Santillana mit einem Fallrückzieher am Mann, ein Sanchez war es, der ist misslungen und die Borussen können kommen, können stürmen mit Mill und der geht alleine auf den Kasten zu, macht er das halbe Dutzend voll, nein! Oh, eine großartige Szene noch einmal für Borussia Mönchengladbach, 40 Meter Pass auf Frank Mill, aber ehrlich gesagt, da hat er gezögert, der Linienrichter. Ich meine, Frank Mill wäre abseits gewesen. 10 Meter in der Hälfte von Real Madrid, die völlig entblößt haben ihre Abwehr, bekommt er den Ball. Läuft auf den Kasten von Ocho Torrenya zu, legt sich den Ball im entscheidenden Augenblick dann einige Zentimeter zu weit vor und ist dann diese Zentimeter zu spät am Ball, sodass er den Schlussmann doch nicht überwinden kann. Und die beiden hinterher hetzenden Verteidiger trennen ihn dann vom Ball. Eine der letzten Szenen hier im Düsseldorfer Rheinstadion, da die 90. Spielminute angebrochen ist, ist ein Freistoß, den es nochmal geben wird für Real Madrid, das 5:1 im Augenblick geschlagen ist von Borussia Mönchengladbach. Freistoß für Butragueño oder für Sanchez, das ist die Frage. Beide Spieler stehen am Ball. Die Mauer von Borussia Mönchengladbach ist etwa 6 Mann stark. Derweil aber im Augenblick Anjolin noch Probleme hat, diese Mauer zurückzubeordern. Da ist der Ball freigegeben und Sanchez schießt. Mit dem Innenriss des linken Fußes schlänzt er den Ball an der Mauer vorbei, aber auch am Pfosten des Gehäuses von Borussia Mönchengladbach. Und das kann unter Umständen die letzte Szene gewesen sein, da wir schon in der 91. Spielminute dieser Partie sind. Und Anjolin, der Schiedsrichter, schaut auf die Uhr, ist aber jetzt bei Außenverteidiger Camacho. Er mahnt ihn wohl, denn auch der Kapitän von Real Madrid ist etwas aufgebracht, ob dieses Feldverweises. Die letzten Sekunden also in dieser Partie, 5:1 für Mönchengladbach. Der letzte Angriff von Real Madrid, wohl an den Strafraum geschlagen, abgelegt von Santillana. Schön hat er das gemacht auf Sanchez. Und der versucht es dann noch einmal mit einem Direktschuss mit dem linken Fuß. Aber da fehlte doch schon ein bisschen mehr. Der Ball am Kasten vorbei und dann ist Schluss. Dann ist das Spiel im Düsseldorfer Rheinstadion zu Ende. Luigi Anjolin bedeutet dem Torhüter Sude, er soll ihm den Ball geben. Oder waren wir da alle etwas voreilig? Die Zuschauer im Stadion und der Reporter, nein, er lässt noch weiterspielen, lässt diesen Abstoß noch ausführen und schaut derweil noch einmal wieder auf die Uhr. Es wird Einwurf geben noch einmal für Borussia Mönchengladbach in der eigenen Hälfte. Und der Jubel, meine Damen und Herren, der jetzt kommt, der ist dann bestimmt, das Spiel zu beenden. Der Pfiff vielmehr, der dem vorausging. Jetzt ist die Begegnung zu Ende. 5:1 gewinnt Borussia Mönchengladbach dieses Spiel des Europapokals, des UEFA-Pokals gegen den mehrfachen spanischen Meister und oftmaligen Europapokalsieger Real Madrid, dieses Hinspiel. Und gesenkten Hauptes gehen die Madrileños dort zu den Katakomben, verlassen das Stadion. Aber Borussia Mönchengladbach auf der Ehrenrunde. 5:1, ein großer Fußballabend aus Sicht der Borussia, die sich eine glänzende Ausgangsposition geschaffen haben für das Rückspiel. An dieser Stelle wollen wir uns ausblenden. Reporter war Wilfried Mohren. Wir unterbrechen Sport und Pop für die Nachrichten.